Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard, wenn ich mich nicht täusche. Ja, liebe Freunde, es ist lange her. Ihr seht schon, Flasche gegen Glas getauscht, die Flasche war irgendwann nichts mehr. Es hat einfach nicht mehr so gut geschmeckt, man kriegt es schlecht sauber und es stinkt auch irgendwie komisch. Für unterwegs mal ganz okay, für den Dauerbedarf nicht geeignet. Ich glaube, da ist Glas weitaus neutraler als so ein Aluminium-Dings, auch wenn da viel reinpasst. Ich habe jetzt hier ein Glas, das passt. Ist aber gar nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, ich mache wieder Aufnahmen, zumindest jetzt ein paar. Ihr hattet ja lange Pause aufgezwungen bekommen von mir. Und das hatte auch verschiedene Gründe. Der Main-Grund, der Hauptgrund war einfach, ich hatte keinen Bock. Fragt mich nicht warum, es hat mich nicht mehr interessiert, dieses Spiel zu spielen, für eine sehr lange Zeit. Ich habe mich in Dungeons & Dragons verloren, ich habe mich in anderen Games verloren, die man gut zocken kann und die Spaß machen. Und irgendwie ist es eingeschlafen. Uni-Stuff, blub, keine Ahnung, ne? Wie es immer so ist, irgendwann hört man einfach auf. Und jetzt sitze ich hier und mache wieder Aufnahmen nach knapp einem Jahr Pause. Wenn ihr dieses Video seht, das jetzt gerade schaut, dann habt ihr schon alle anderen Videos gesehen, die auf meiner Platte waren, die ich jetzt nachträglich hochgeladen und veröffentlicht habe. Das heißt, die Infos, die da sind, sind bestimmt auch 1,5 Jahre alt oder ein Jahr alt, grob. Und ja, kommt dann. So. Tür fällt zu. Gut, whatever. Was noch? XCOM auf Eis gelegt. Spiele ich aktuell nicht. Kostet zu viel Zeit. Irgendwann mache ich den Legendary Run. Aktuell nicht. CK3, also Crusader Kings 3. Keine Ahnung, könnte ich mal fertig spielen. Bockt mich gerade nicht. Stronghold Crusader. Cooles Projekt. Habe ich schon noch Lust zu. Aber es gibt immer wieder neue Community-Patches. Von unoffizieller Stelle wird da immer mehr weitergemacht. Sprich, die KIs werden weiter überarbeitet, stärker gemacht. Und. Und solange da die ganze Zeit gewerkelt wird, finde ich, macht es keinen Sinn, da jetzt ein Projekt draus zu machen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich nochmal irgendwann von vorne anfangen. Keine Ahnung. Mal gucken. Und dann auch mit anständigem Regelset und so weiter. Für Herr der Ringe habe ich mir vorgenommen, ich möchte wieder regelmäßig jetzt ein bisschen was machen. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ihr werdet das sehen. Genau. Ich entschuldige mich wie immer für die grauenhafte Soundqualität meines Mikrofons. Ich habe sowohl dieses Headset als auch dieses Headset hier probiert. Das Mikro ist okay, aber nicht gut. Für ein ordentliches Standmikro fehlt mir einfach die Kohle. Vor allem aber habe ich meistens Rauschinterferenzen wegen irgendwelchen Dingen. Und. Also, das wird sich zeitnah leider nicht verbessern. Glaube ich nicht. Es sei denn, es gibt wirklich ein saugutes Mikrofon, das eine beschissene Soundkarte überspielen kann, irgendwelche elektrischen Interferenzen innerhalb meines Computers ignoriert und dafür noch günstig ist im 50-Euro-Bereich. Wenn es da was gibt und ich kann das hier installieren und hat Klinke und nicht, ich brauche noch ein Soundboard und schlapp mich tot, einfach PC-Bumm. Oder USB, ist mir egal. Falls ich USB noch frei habe. Ich glaube, ein USB-Slot habe ich noch frei. Dann gerne. Ansonsten Pech. Ne? Bis ich mir mal einen ordentlichen PC kaufen kann. Für ein paar tausend Euro. Oder tausend irgendwas. Mit einer Soundkarte, die nicht onboard ist. Und. Die ganze Experience. In dem PC, den ich hier habe, der ist auch schon wieder 16 Jahre alt. 5-6 Jahre, sagen wir mal. Selbst dann gebaut, er funktioniert, ich bin zufrieden, es läuft noch alles, aber halt alt. So. Bis dahin werde ich an dieser Soundqualität nichts ändern können. Ich habe so viel ausprobiert, es wird nicht besser. Was ich auch schade finde, weil in meinen D&D-Runden geht es natürlich auch zu Lasten des RPs. Wenn man mich nicht anständig versteht oder so einen dumpfen Nachhall, ich glaube, die Leute stört es nicht. Ich persönlich habe mir das angeschaut. Ich habe mir angehört, so alte Videos und jetzt auch die Aufnahmen aktuell, wie sie jetzt rüberkommen. Ich weiß nicht, wie ihr euch das anschauen könnt. Die Soundqualität ist kacke. Sorry, ist einfach so. Ich könnte es nicht anschauen. Deswegen Props to you an alle Fans, die ich habe.
finde ich ja eh erstaunlich, dass ich irgendwer das hier antue, dass ich hier fabriziere. Damit jetzt genug Gelaber. Die Hälfte von euch hat schon vorgespult. Wir springen rein. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Morde haben wir schon geplättet. Die Zwerge folgen als nächstes. Da haben wir gedefft, ja, okay. Ich werde hier rum müssen. Ja, schwierig. Menschen, die sterben bald. Dann muss ich mir doch die Zwerge fräsen und gut ist. So. Und jetzt, wie immer, Echtzeit. Soweit ich mich noch erinnere, waren die Regeln nicht ins Minus geraten. Helden nur ausbilden, wenn ich sie mir auch leisten kann, weil nicht ins Minus geraten. Da muss ich nachschauen, habe ich jetzt nicht gemacht. Hey. Ja. Ansonsten gab es, glaube ich, keine Regeln. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal... dass ich irgendwann mal das Projekt in Angriff nehmen wollte mit den Regeln, wie sie von... Ja, das passt so. Macht euch kampfbereit! Auf dem Hügel! Wie sie von... Achso, ja, hier war es ja alt. So, ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Aber das finden wir schon wieder raus. Also die Hotkeys sind alle RIP. Kenne ich nicht mehr. Kenn ich. Gut. Du könntest ja irgendwas futtern. So, und dann hauen wir ab hier, weil das ist langsam gefährlich. Ja. Gut, die meisten Hotkeys kenne ich nicht mehr, da muss ich aufpassen. Kann ich den Wagen hier töten? Den Wagen zu töten wäre natürlich gut. Schauen wir mal. Wargbau, der ist noch ganz gut. Auch hier noch so ein Warg-Dingens. Y. Okay. Ja, wie gesagt, ich kenne gar nichts mehr. Du musst da weg. Ja, dass der da diese Wagen hat, ist natürlich nur Bescheid. Okay. Also er überlebt es irgendwie. Okay, die können wir überrennen, das ist gut. So, ich baue erstmal eine Defense auf. Und dann mal gucken. Schon wieder Feuer. Das ist halt nicht gut. Feuer bringt. Boah. Geh doch da raus. Boah. Okay, also der wird schief. Vor allem dieser König Dank, der Stufe 3. Und tötet einen Scharko auf Stufe 9. Das ist so witzlos. Ja, ihr werdet mal schneller. So, was ich noch weiß, ist Folgendes. Überleben die das? So. Ich hatte irgendwann mal... Die sterben. Oh oh. Ich hatte irgendwann mal vor, das Projekt weiterzumachen. Sprich... Sorry, ich muss mich hier gerade echt... Ja, die sind schon gestorben. Okay. Das ist so rippig. Mit heftigeren Regeln aus Herr der Ringe 2, wo man standardmäßig Einheiten nur, also nicht behalten darf nach der Schlacht, sondern nur die, die man auch vorher ausgebildet hatte auf der Weltkarte. Und ja, sowas in der Richtung würde ich mir tatsächlich wieder wünschen. Also, was heißt wünschen? Ich glaube, sowas in der Richtung wäre dann der letzte Test, ne, den ich machen würde. Sprich... wenn ich hier dieses Projekt fertig habe, mit allen... Alter, mit allen Völkern, dass ich nicht behalten darf, nicht ins Minus gehen darf. So. Dann wäre mein nächster, das hatte ich mir damals ja vorgenommen, der nächste, was ist denn hier? T. Der nächste, ich kann nicht reden. Ich bin so aus der Übung mit Reden. Der nächste Run, der nächste Durchlauf mit allen Völkern wäre dann eben dieser, dass man sagt, hey,
Ich darf nur behalten, was ich in der auf der Weltkarte ausbilde. Das macht es halt noch mal schwerer. Vor allem, weil ich dann updaten würde das Spiel auf die aktuellste Version des Community oder des inoffiziellen Patches. So, Kacke nur ran. Das ist natürlich entsprechend stark und schwierig und alles. Und wäre dann die Endherausforderung, der ich mich stellen bräuchte. Ja, das wäre dann schon sehr heftig. Würde ich aber machen. Ich fände es interessant. Ne, diese Herausforderung. Weil ich glaube, das kann schon was. Als Schwierigkeit. So, mach du mal den da hier. Okay. So. Genau, also das wäre so der Plan. Und ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Sache. Weil das dann wirklich, wirklich, wirklich schwer wird. Weil bisher konnte ich mich immer so ein bisschen durchcheaten. Aber dann würde der Basenaufbau auf der Weltkarte einfach auch einen viel, viel größeren Impact haben auf das ganze Projekt. Auf die ganzen Schlachten und alles. Weil nur weil ich eine Schlacht gewinne, heißt es nicht, dass ich künftig ein Land auch halten kann, das ich eigentlich gerade eingenommen habe. Das würde es viel schwieriger machen. Aber das wäre natürlich gigantisch gut, wenn du da ein bisschen schneller bist, um den zu töten. Außerdem habe ich dann die Tooltips, weil die sind hier teilweise noch ein bisschen schlag mich tot und irgendwas. Die sind dann noch teilweise falsch. Ich würde dann einmal komplett updaten. Das Ding, so wie ich es gelernt habe von Sturmhart und Luke. Oh, das ist ein Troll. Von einer Seite der Platte auf die andere ziehen. Ne, damit ich mit der dann aufnehmen kann. Und das war's. Ich weiß nicht, wie die KI im aktuellen Stand ist. Im letzten Stand, wo ich sie ja dann anders geupdatet habe, weil es mir zu krass war, hatte sie halt 60% Kostenreduktion. Das ist halt pervers. Ja. Zwar 0% Bonus auf Geschwindigkeit zum Bauen der Einheiten, trotzdem ist es mir zu krass gewesen. Zu krass gewesen, 60%. Vor allem, wenn ich gegen mehrere kämpfe. Also 60% ist halt ein zu großer Vorteil für die KI gewesen. Fand ich persönlich für 1v5. Ich würde es aber probieren. Unter der Prämisse, je nachdem, wie es aktuell ausschaut. Scheiße. Unter der Prämisse halt, wie es aktuell ausschaut. Mit der KI, weil manch, wie gesagt, das wird ja alles entwickelt. Die Leute hinter dem Patch. Ah ja. Kann ich kontern. Sind ja stets dran. Das Spiel weiterzuentwickeln, beziehungsweise halt die Patches zu updaten. Ne, neue Balance-Patches und so weiter und so fort. Es wäre dann wie quasi ein komplett neues Game. Anführungszeichen nicht ganz, aber schon so groß. Und ja, ich glaube, das wäre sehr spannend, mal zu sehen, wie gut ich mich schlage gegen 5 brutale KIs, wie es halt bisher schon immer der Fall war. Aber mit dem aktuellsten Patch zu der Zeit dann. Das wird irgendwann geupdatet werden, weiß ich, aber dann update ich nicht, das lasse ich dann so, das ist so jetzt. Vermutlich ist es dann der Patch 2.10 oder so, keine Ahnung, muss man halt gucken, ne? Ist so, muss man dann mal gucken. So, der geht auf, sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir behalten dürfen. Ich könnte. Ja, das ist ja, gut. Konnte ich nicht mehr updaten, die Hotkeys kenne ich halt nicht, egal. Okay. Ja, aber das ist mein Plan. Also, das hatte ich mir vorgenommen. Manche Projekte begleiten einen halt einen langen Abschnitt seines Lebens. Ich böller ja jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden Herr der Ringe durch. So, ich mache jetzt heute mal eine Stunde. Vielleicht 2. Mal gucken, wie es mit dem bockt, ne? Und dann sieht man weiter. Das Ding ist, mir fehlt ja noch, ich glaube, Angmar auf Extrem, Mordor auf Extrem,
Elben weiß ich nicht, aber ich habe Zwerge. Hundertprozentig fehlen mir noch die Zwerge. Spiele ich nämlich nicht gern. Sind sau stark, aber spiele ich nicht gern. Ja, so, behalten. Ich glaube, ich darf nichts behalten, ne? Eine Uruk-Horde. Ja, dann eine Uruk-Abro-Schütze. Uruk-Horde. Horde. Ich habe Horde gesagt. An alle, die was anderes verstanden haben, nein, ich sagte Horde. Nicht das, was ihr verstanden habt. Genau. So, das klappen wir mal auf. Beenden. So, der kann sich zurückziehen. Der kann sich... Whatever, who cares? Okay. Speichern. Eine Schlacht mache ich noch. Und dann war es das auch schon wieder mit der Aufnahme. Es geht ja schnell mit 20 Minuten. Aber so ein Ringkrieg braucht seine Zeit. Und tatsächlich, wie die sagt, dieses Projekt... Ich habe ja angefangen mit 1 gegen 5 KI. Ich darf ins Minus gehen. Das war easy. Das war fast immer easy. Dann kam 1 gegen 5 Patch von der Community. Mit den alten KI-Werten, wie es jetzt ist. 15-15. Prozent Bonus, also 15 Geschwindigkeit plus Bauen und Rekrutieren und 15 Kosten und 17%. So. Und dann kommt und halt mit nicht ins Minus geraten. So, weil das ist irgendwie cheaten. Macht die KI auch nicht. Also schon, aber selten. Sie gewinnt halt sie selten. So. Und der letzte Punkt wird sein: 1v5 nicht ins Minus, nur behalten, was ich auf dieser Weltkarte hier ausbilde. Das wird krass. Das wird giga krass, kann ich euch versprechen, vor allem der Start. Wahrscheinlich werden wir dann 50 Mal in Minas Morhul hängen, wie ich irgendwie hier im Schicksalsberg stehe und versuche eine Armee aufzubauen, um dann auszurücken. Es wird... Vielleicht läuft es aber auch, es kommt auch stark auf die KI drauf an. Wenn die alle mit 60% Kostenreduktion spielen, gig auf. Na, dann wird's krass. So, hier hätte ich gerne Festung. Das kann ich behalten, das ist egal. Muss aber nicht sein. Ich baue jetzt hier Festungen und gehe hier rüber, damit ich Angler langsam mal wegtöten kann. Genau, den behalte ich. Da baue ich eine Festung. Hier renne ich raus. Der muss stehen bleiben. Lurz. Die Zwerge, ja. Ich mache erst die Menschen weg. 1, 2, 3. So, und der rennt mal. Ich hole mir Dol Guldur. Ich glaube, Dol Guldur ist eine solide Festung. So, hier geht's noch mit Festung. Hier bauen wir sowas, hier bauen wir noch sowas. Obwohl, ja, nee, ich hab hier unten die Schmiede. Genau, hier ist die Schmiede. So, Lel, der ist ja gar nicht ausgerüstet. Okay, pass auf. Nee. Die gehen rüber. Sicher, sicher. Whatever. So. Der Saruman mit Lord Salom. Ja, das ist ein Spitzenbombenteam. Das ist einfach super stark. Und schon habe ich kein Geld mehr. Schaut's mal. Das geht so schnell. Ist alles so teuer hier. Aber die drei Einheiten kann ich nach oben schubseln. Die habe ich rübergeschickt. Die hier kann auch nach oben. Die können weiter nach oben. Das muss man halt manuell machen. Ich wünschte, man könnte zum Ausbilden der Einheiten Wegpunkte machen, aber das Spiel ist halt alt. 2006, 8, 3? Keine Ahnung. Das ist uralt. So, den anderen Schützen brauche ich hier nicht. Dann schick mal da. Obwohl! Stopp, 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 stopp. Das war jetzt der falsche, ne? Der da war's. Den lass mal hier für den Fall der Fälle, weil hier bin ich eh safe. Das ist voll egal. Ah, guckt's mal! Pff, geschenkt? Ja, nehme ich. Wieso nicht? Hier Dunländer. Lustig, ich habe noch nie Dunländer hier ausgebildet. Aber okay, machen wir. So, also ich hole mir Dol Guldur. Ich hole mir die Pforte von Rohan. Ich verteidige diese ganze Front. Ich hole mir den Fangorn mit Lurz. Thematisch passend. In der Kampagne vom 1er war es zwar Saruman, aber whatever. Gut. Sharku, der geht hier hin. Ist cool. Ja, und da wieder deffen, langweilig. So. Okay. Kann er nicht schaffen. Sollte er nicht schaffen können. Oh. Er schmeißt alle Helden weg. Wenn ich das habe ich eingeladen. Ich muss nur deffen. Wenn ich ins Klamm deffe, sterben alle Helden hier sind dann weg. GG. Dol Guldur dauert immer eine Weile. Dann machen wir jetzt hier dieses Elbendienstel. Ruhdauer. Ja, machen wir Ruhdauer und dann Aufnahme Ende.
Eine bisschen längere auch. Ach, das ist diese mit dem Fluss. Ja, mal ein bisschen eine längere Folge. Ne? So zum Start, zum Reinkommen wieder. So. Ich muss mal gucken, was mir noch fehlt. Also Urukai habe ich, Menschen habe ich, Elben vermutlich. Orks weiß ich noch nicht. Es geht los, Jungs! Bereit, dass euch befohlen wird! Was? So. Baut! Okay. Aufwachen! Nicht zurückfallen! Bolzen einlegen! Ja, ja. Weiter! Obwohl, da hat's ja nur ein Gasthaus. Hat jetzt für mich nicht so eine hohe Relevanz. Aber ich kann es mir holen, besser als jetzt. Nein. Na, dann kämpft er mal. Ach, er will das jetzt haben. Ja, kann er sich einnehmen. Ist egal. Haut ab. Der hat gerade gesplasht. Habt ihr das gesehen? Da war Splash der nicht drauf. Lustig. Okay, krass. Ich krieg langsam Hunger. Macht eure Waffen bereit. Armbrüste. Wir werden dann aufwachen. Leuchtfeuer. Das könnte nützlich sein. Es geht los, Jungs. Was sollen wir sonst noch bauen? Also ich komme noch ganz gut klar, das Spiel ist ja jetzt auch nicht so anspruchsvoll wie StarCraft. Oder Age of Empires 2. Ich habe letztens wieder angefangen, was heißt angefangen, mal reingeschnuppert. Das trifft eher. Bei Age of Empires 2, diese Remastered Edition oder wie auch immer die heißt, Definitive Edition. Holy Schmackaroni. Also Multiplayer halt, ne, ist klar. Uff, sind die Leute gut. Ich habe ja gar keine Chance. Liegt natürlich daran, dass ich die Timings und alles nichts kenne. Aber wow. Also da habe ich kein Land gesehen. Ich habe zwar letztens mal eine Schlacht gewonnen. Das war nice. Aber der Typ war auch sehr schlecht, hat nicht gewollt. Ich konnte einfach rein, ihn zu Tode herrissen. Aber ansonsten, das Spiel ist anstrengend. Vor allem, bei StarCraft hat man halt zwei Ressourcen. Das Pingas. Und Mineralien. Easy. So. So. Und da hat man halt vier. Ne? Und es spielt sich so anders. Als jetzt beispielsweise StarCraft. Das war schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hier ist halt easy. Wow. Und ja, vor allem, ich habe jetzt kein schlechtes Multitasking, das nicht, aber ich werde, aber die Einheiten kontern sich teilweise sehr hart. Burgen sind wirklich mächtig und die Gegner rushen meistens auf die Imperialzeit hoch und ja, ich hänge halt noch in der Ritterzeit, weil ich halt so aggressiv spielen will. Aber Turtle ist so mächtig in dem Spiel, das ist abartig. Und was mir dann halt aufgefallen ist, war... Oh, das ist so cool. Also Turtle ist erstens richtig, richtig stark. Und ich hatte dann plötzlich Ressourcen im Überfluss, weil ich halt gut Makro, ne, konstant Dorfbewohnerpunkt, kein Problem. Das geht. Aber ich kann das Geld nicht ausgeben. Ich bin so langsam im Tekken dann. Ich komme später die Zeiten hoch. Weil ich halt in der Feudalzeit so aggressiv spiele, aber wenn die Leute sich zumauern, dann bringt es halt herzlich wenig. So, und da, knifflig. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder mich jetzt vielleicht heute später oder so einlogge. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber, da muss man halt wirklich mal schauen. Ja, es ist schon nicht einfach. Was ich gemacht habe, das fand ich interessant, ist, ich habe Luke gesehen im StarCraft. Leider spielt er Protoss, deswegen kann ich ihn nicht ernst nehmen als Person. Spaß, aber ne, Protoss ist halt einfach eine Drecksmasse. Naja.
waren aber coole Spiele. Ich war komplett am Verzweifeln. Ich habe zwar irgendwie gewonnen, aber es war tausendmal anstrengender als ein Bier zu nehmen. Was auch schon nicht leicht war. Er ist ein echt guter Spieler. Also, Luke, wenn du das siehst, props to you. Anständig. Und vielleicht gibt's irgendwann mal wieder ein CC. Aktuell halt einfach, ne. Ich glaube, das Spiel ist im deutschen Raum auch ziemlich tot. Ich weiß nicht, was Sturmhart macht. Luke hat ja mit Edain auch ziemlich aufgehört. Das war mal im Kommen, aber so wirklich viel gibt's hier nicht mehr. Mal gucken. So, jetzt sind wir hier mit der Aufnahme fertig. Ich kenne die Hotkeys nicht mehr zum Umschalten. Die Endcard ist Shift F5. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.